Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Vizebeat. Vizebeat? Hab ich das S geschluckt? Ich meine natürlich Vizebeast. Und ich hätte mal einfach behauptet, wir bauen uns heute unseren ersten Dingskirchen, die erste technische Errungenschaft. Nicht den Pulverizer, sondern einfach mal einen stinknormalen Generator. Hoffentlich reichen unsere Ressourcen dafür. Der müsste uns vorerst reichen. Eisen? Das Tin könnten wir auch gleich mal wieder rausnehmen. Iron. Moment. Tin? Tin. Na, die Rubine können wir auch gleich reinschmeißen. Zertus Quartz Dust. Ja, da könnten wir uns einen Grindstone bauen. Grindstone. Na egal. Wir fangen erstmal an mit einem Iron Block. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Öfen. Redstone. Was brauchen wir noch? Und Eisen. Okay. Yay! Und unsere erste richtige technische Errungenschaft steht bereit. Das bauen wir jetzt einfach mal. Wohin? Wohin genau? Der Raum ist doof. Missfällt mir. Können wir später wieder abbauen. Und da können wir schon mal ein bisschen Kohle reinpumpen. Dann schauen wir mal, ob wir den Pulverizer hinbekommen. Pulverizer. Oh, Moment mal, ich muss ja erst mal mein Gold schmelzen. Hoffentlich reicht das. Wäre doof, wenn nicht. Genau. Was brauchen wir sonst noch? Flints hab ich. Rein damit. Was brauchen wir noch? Koppergier. Kopper hab ich. Jawohl. Und ein Pisten. Bauen wir erstmal den Pisten. Ich brauche Holz. Hoppala. Bisschen Gras geschlagen. Ah! Oh. Ihr Idioten! Was macht ihr mit mir? Ich mal etwas Futterbares einsammeln. Alter Schwede. Oh, das hat's ja gebracht. So, jetzt sind wir wieder am Hochhealen, das ist schön. Oh Mann, was machen die Monster denn nur mit mir? Ich habe uns schon wieder im Reich der Toten gesehen. Nicht schön. Pflanzen wir auch gleich alles ein. Okay. Ich wollte Holz hacken gehen, genau. Hey, Baum, geh mal beiseite, bitte. Oh, ekelhaft, diese Creeper. Naja, ein bisschen Push hier betreiben, dann passt es schon. Keine Erde mehr, okay. Boah, noch ein bisschen mehr Wood. Hab ich den Baum schon komplett fertig? Nö. Da hat mich ja der Creeper gestört. Das könnte vorerst reichen. Soll ich mal die ganzen Säpplinge wieder anpflanzen? Dann passt die Sache. So viel Energie haben wir denn schon? Nicht genug. Okay. Das mehr Kohle da rein. So, jetzt können wir den Pisten bauen. Ah, da haben wir ja Rubberwood. Egal.
Zack. Was ist mein Iron? Hab ich noch Iron übrig? Hab ich mein ganzes Eisen verbraucht, oder was? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich kann keinen Hopper bauen. Alles ablegen und dann geht's wieder runter. Ach, da ist ja mein Iron. Doof. Naja, wenn man blind ist, dann passieren sowas, solche Sachen schon mal. So. Dann brauche ich Gears. Gleich 2 Stück. Die muss ich erstmal in Cobblestone einpacken. Genau. Waren doch Copper, oder? Jo. Geht das jetzt schon? Genau. Perfekt. Dann müsste ich ja eigentlich alles haben, oder? Nee, mir fehlt noch das Ding hier. Okidoki. Nein, halt. Ich brauche ja noch ein Dingskirchen, ein Machine Frame. Oh, der ist easy, okay. Gold, ich meine, Glas müsste ich noch haben. Einmal überlegen. Gold. Nein. Und Eisen, genau. Yay. Jetzt passt's. Die 2 Flint. Ach, Technik, die begeistert. Dann bräuchte ich noch irgendwas zum Strom überleiten. Leadstone. Oh, ich habe das ganze Leadstone unten gelassen. Gut, stellen wir es einfach mal daneben hin und fertig. Dann könnte man schon mit Pulverizen anfangen. Das können wir hier alles noch richtig einstellen, aber... cool. Nein. 2 Kisten mal kurz. Nee, ich brauche noch eine dritte. Und tun wir das alles ein wenig mal automatisieren. Damit sich Papa nicht ständig daneben hinstellen muss. Okay. Die Kisten verteilen. Ah, ist schon direkt reingehüpft. Sehr schön. Meine ganzen Ressourcen, die sich möglicherweise pulverisen lassen. Noch so viel habe ich nicht mehr davon. Typisch. So, was geht denn alles? Pulverized Shiny Metal. Moment. Ich glaube, Aluminium lässt sich nicht pulverisen, oder? Doch, geht. Hm.
Ich muss erstmal herausfinden, was sich als pulverisen lässt. Und am besten schließe ich da noch irgendwo einen Ofen beiseite. Nee. Aluminium, das cool, cool, cool. Ach, Technik macht so viel Spaß. Halt. Ich kann nicht darüber hocken. Zwei neue Iron-Spitzaxte. Spitzaxte, ja, doch. Spitzhacken. Boah, die Enderperle kann mal weg. Lässt sich Platinum-Uhr pulverisen? Damit mal die ganzen Eingänge. Okay, das muss auf blau sein. Verstehe. Verstehe, genau. Halt, das ist ja die Stromzufuhr, okay? Aluminium-Dust. Wieso gehst du nach oben? Aber so ist es ja schon mal richtig cool. Ich glaube, wir besorgen uns jetzt mal eine extra Portion Clay, damit wir uns noch ein Redstone Furnace bauen können. Moment, dann machen wir mal Trick 17. Da nehmen wir mal eine Tür mit. Denn auf Absaufen hat ja keiner Lust. Ganz besonders ich nicht. Aber da wird es ja auch verdammt dunkel da drunten. Wow. Sieht man hier noch irgendwas? Nehmen wir einfach mal Cobblestone zum Gutes. Dann mache ich auch hier unten ein wenig Licht, ne? Hoppala. So, es werde Licht. Und wir können bei der Arbeit ab sie was sehen. Cool, ne? Hey, hau ab. Ein Fisch. Alles mal einsammeln. Ich glaube, das wird auch alles soweit reichen, oder? Den überlebenswichtigen Clay haben wir ja jetzt, den wir für unsere nächste Anschaffung benötigen. Genau, ein paar Tintensäcke noch mitnehmen. Wie, hat er uns keine gegeben? Moment, Schwert raus. Tintensäcke. Die werden wir zwar erst viel später brauchen, aber egal. Was wir haben, das haben wir, ne? So, und den basteln wir jetzt auf jeden Fall noch, den Ofen. Ofen. Fornace. Was war denn das für einer? Der hier. Okay. Wo ist... Ja, Ruhr Squid, aber wo ist mein Dingskirchen? Ach, da, Clay. Den anderen packen wir hier rein. Ich hätte mal nur 8 gebraucht, aber okay. Was brauchen wir sonst noch für unseren Redstone Furnace? Beziehungsweise für... Genau, Redstone. Coppergears, die kann ich ja schon mal machen.
Die gehen ja flott. Nein, mir fehlt ein Kopper. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal runter. Nicht dich. Nicht dich. Da. Noch ein Machine Frame. Okay, den müssten wir noch hinbekommen. Okidoki. Redstone Recipes, genau. Dann brauchen wir noch mehr Redstone und noch mehr Gold. Ja, schade eigentlich. Wollte ich ja mit Ding anfangen, mit EU-Strom, aber wenn wir gleich mit RF machen, was soll's. Und zwei Blöckchen, genau. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Copper und... Moment, Redstone-Furnatze. Genau, Copper brauchen wir noch. Was war das für ein Stromdings da nochmal? Brauchen wir da? Kundut. Leadstone, okay. Ja, wir brauchen jetzt... In der nächsten Folge werden wir da einen Leadstone suchen gehen, damit es hier endlich weitergehen kann. Yay, dann bauen wir das hier alles nochmal ein bisschen um. Strom reicht vorerst noch, brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Aber ich würde dann mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Tschüss.